Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes, The Awakened. Kannst du einfach mal stehen bleiben? Genau, wo sind wir? Das ist die große Frage. Wir sind in der letzten Folge irgendwie hier hingekommen und irgendwie, wie man sieht, haben wir keinen Rückweg, was uns das System aber im Vorfeld auch schon gesagt hat, weil die gesagt haben, beziehungsweise geschrieben haben, dass wir den Abschnitt abgeschlossen haben sollten, weil wir sonst keine Möglichkeit haben, ja, wieder zurückzukommen und weiterzumachen. Wir sind an einem sehr, sehr seltsamen Ort, wie ihr seht. Hier sind überall Käfige und Ketten. Sieht so ein bisschen aus wie in Teso. Da oben sind noch irgendwelche Zeitrisse oder sowas. Hier fehlt ein Teil. Strangely cold. Something is missing. Und wir haben absolut keine Ahnung, was wir eigentlich machen sollen. Das habe ich in der letzten Folge schon mal festgestellt. This cannot have been under the port of London all along. Is it an illusion? Ja, eine Frau jammert die ganze Zeit und hier gibt es noch was zu lesen. Das haben wir auch schon gelesen. The way forward is the abyss. Der einzige Weg nach vorne ist der Abgrund. Und ich habe mich da ja schon sowas gefragt in der letzten Folge, aber ja, ich bin mir nicht sicher, ob das richtig ist oder ob wir dann einfach nur schwachsinnigerweise sterben würden. Hier scheint so nichts zu sein mit der Konzentration. Wir haben hier so komische Striemen auf dem Boden, aber sonst ist hier, glaube ich, auch ne. Hallo? I didn't die. Okay. Das ist neu, oder? Rotieren lassen, können wir das? Ah, ja. It is icy cold and pulsating. Es tut mir übrigens leid, weil meine Stimme heute sehr kratzig ist, aber es ist noch früh am Morgen und ich habe weder gefrühstückt noch sonst irgendwas, weil ich erstmal diese Folge aufnehmen wollte. Und die Folge macht mich jetzt schon wahnsinnig irgendwie. das heißt, der Weg nach vorne ist der Abgrund. Das heißt, wir müssen jetzt absichtlich in den Tod springen oder... Da unten sind Steine. Da waren Steine. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ach, da hinten müssen wir hin. Okay, ich probiere es trotzdem mal. Tatsache. Hä? Ich weiß, warum er ins Irrenhaus kommt in dieser Folge, Leute. Ich weiß es einfach. So. Jetzt haben wir es gemacht und nun? Passiert dann da irgendwas? Ach, da oben ist die Frau, die so jammert, ne? Da sind Leute drin, das sehe ich jetzt erst. Oh, hier ist was. Kurze Schrittlänge. Knanak Kadishtu. Stiefelabdrücke. Okay. Hilft uns das jetzt irgendwie weiter? Können wir hier vielleicht noch irgendwas gucken? Ah, da sind noch welche. Aber wie kommt der da durch? Oder wie kam der da durch? Das ist die große Frage. Der ist da durchgegangen. Das war mir schon irgendwie klar. Aber... Hm. Ah! Hä? Müssen wir vielleicht alle Käfige erstmal runterlassen? Da fällt dann auch wieder ein Käfig runter. Moment, jetzt geht die Tür langsam zu. Okay. Geht die bei jedem mal langsamer zu? Oder wie verstehe ich das jetzt? Wir müssen vielleicht warten, denke ich mal, bis die Käfige runter sind. Schaffen wir das so?
Oh, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Now I am somewhere else. How? Okay. Das sieht geil aus. Das sieht richtig geil aus. It's harder to breathe here. Mit den Planeten, was war das denn? Hier kommen wir her, hier kommen wir auch nicht mehr zurück, ne? Schwer hier zu atmen, okay. Okay, ich höre doch hier die ganze Zeit irgendwas. Was ist denn da? Ach du Scheiße! Aber das ist schon wieder so komisch am Strahlen. Müssen wir da reinspringen oder was? Ist nicht euer Ernst, oder? Ich guck erstmal so ein bisschen in der anderen Richtung hier. Hier hört sich auch noch irgendwas komisch an. Das kommt irgendwie von da oben oder so. Ich weiß es nicht. Hier ist auch nochmal weiß und ein Auge. Okay. Das Auge schließt sich. Wusste ich aber nichts. Oh, Moment, doch. Die Tür hat sich, glaube ich, gerade geöffnet, oder? Ich verstehe. Also die Tür öffnet sich in dem Moment. Okay. Öffnet sich in dem Moment, wenn das zu ist. Und das ist nur zu, wenn man es anguckt. Das erinnert mich so ein bisschen. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt ein Spiel war oder ob das jetzt was anderes war. Aber wie soll man denn da rüberkommen? Wir können ja gar nicht darüber gehen. Frage ist jetzt, haben wir hier noch so ein Ding irgendwo? Hier ist doch irgendwas da oben. Aber da kommen wir nicht hin, ne? Moment, was war jetzt? Hä? Ist hier irgendwas? Okay. Es geht aber hoch, sobald ich da... Muss ich da rückwärts laufen oder so? Also irgendwie ist ja hier alles so ein bisschen... Ich kann gar nicht rückwärts laufen. Ah doch, ich könnte in der... In dieser komischen Dings-Version, da könnte ich rückwärts laufen. Moment. Ich bin hier. Dann geht das runter. So, so könnte ich rückwärts laufen, ne? Die Frage ist, funktioniert das? Weil theoretischerweise stürzen wir ja gleich in den Abgrund. Wahrscheinlich ist das alles Blödsinn, was ich mir hier gerade überlege. Ja, natürlich. Keine Ahnung. Ich komme wieder hier aus. Müssen wir vielleicht doch da rein? What is that? Keine Ahnung, ich probiere es einfach mal. Oh, no. Ich bin verwirrt. Ich bin total verwirrt. Aber diese Folge, die verwirrt mich so dermaßen. Also, okay, wir sind jetzt... Sind wir jetzt hier oben? Ach, wir sind jetzt hier, oder? Doch, ich glaube, wir sind komplett hier oben. Wenn wir jetzt hier rumgehen, gehen die Steine auch runter. Das ist schon wieder dieses Laute. Geräusch. Mal nehmen wir hoch oder so.
Ich muss jetzt aber nicht. Nee, sobald ich hier hingehe, gehen die wieder hoch. Ich muss jetzt aber nicht von hier aus irgendwie rückwärts laufen oder so, oder? Nee, ich wollte gerade sagen, es ist viel einfacher, aber es ist nicht viel einfacher. Weil, sobald ich mich den Steinen nähern, gehen die ja wieder hoch. Naja, und die bleiben aber oben, auch wenn das geschlossen ist. Das ist irgendwie sehr dämlich und kompliziert hier. Kann ich hier irgendwas? Nee, ne? Kann ich nichts machen. Kann ich... Achso, hier kann ich noch hoch. Was ist das? Nee, oder? Nee, oder? Oh, okay. Es ist wesentlich einfacher, als ich dachte. können wir uns da einfach davor stellen und dann das Auge angucken? Ja, können wir. Ich hoffe, wir kommen auch so durch die Tür durch. Oh Gott. It is already spinning. When will this end? Ja, das frage ich mich gerade auch. Und schon haben wir so ein Ding mit zwei Schlüsseln. Wahrscheinlich kommt als nächstes drei oder so. There are two recesses. Oh mein Gott. Okay. Die Tür ist da. Wir gehen jetzt einfach mal systematisch alle hier ab. Gibt es hier irgendwas? Scheint nicht. Hier ist es dunkel. On my head. What just happened? Okay, das scheint überhaupt nicht funktioniert zu haben. Dann nehmen wir mal die zweite. Ah. Stiefelabdrücke Größe 9 Pnglui Mgnaf. ich glaube, er wird langsam wahnsinnig, weil er nichts mehr machen kann. Also, weil man das nicht mehr lesen kann. Ja, sonst war hier nichts, ne? Okay. What kind of trickery is this? Das heißt, das war die Tür. Dann gehen wir jetzt hier durch die nächste. Gucken, ob da noch irgendwas ist. Ich weiß auch nicht, ob an den Seiten vielleicht irgendwas ist. Ne, sieht aber nicht so aus. Hier scheint gar nichts zu sein. Ja, die stehen immer genau vor der Tür, wo wir dann rauskommen. Okay, wir gehen dann immer direkt eine weiter nach links. Da ist was. Größe 9. Nicht verwischt. Bugna von A. Ich finde das gut, dass der irgendwie so... Dass sich das so manifestiert, dass der wahnsinnig wird, sozusagen. Oh, was ist das? Oh, das ist truly revolting. Ja. Oh, okay. Eins haben wir gefunden. Sehr schön. Frozen and pulsing, almost like it has a heart. Als hätte er ein Herz, okay. Oh, ein Wandbild von irgendeinem Dämonen. War das vorher auch da? Nee. Ach, cool. Das sieht man nur. Okay. Das sieht man nur, wenn man hier drin ist. Ja, cool. Also, wenn man hier in diesem Modus ist. Da müssen wir dann zwangsläufig raus, so wie es aussieht. One down, one to go. Ne? Ich glaube, da sind wir jetzt rausgekommen, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Dann gehen wir jetzt da weiter. Fußabdrücke? Ich sehe doch hier was.
Rüstung 9 nicht verwischt. Moment, da waren wir doch gerade drin, oder? Ja, genau. Oder ist das jetzt... Nee, es ist kein neues. Hä? Aber von der Seite kamen wir doch gar nicht. Jetzt bin ich maximal verwirrt gerade. Das ist die andere Seite. Wir haben 1, 2, 3, 4. Und das ist jetzt das fünfte. Hä? Okay. Gehen wir mal eins weiter rein jetzt. So. Hier ist offenbar nichts. Und da auch nicht. Okay, jetzt bin ich wirklich maximal verwirrt. Jetzt gehen wir nochmal überall hier mit dieser Sicht durch. Das war's nicht. So, erste Tür, zweite Tür. Die hatten wir ja schon, ne? Moment, da ist er rückwärts gegangen? Etwas, wo du draufstehst, Sherlock. Hier sind auch wieder... Das sind immer die gleichen... Ja, das sind immer die gleichen Wandbilder. Oben ist eine Frau drin. Unten sieht das so aus wie so ein Dämon oder so mit irgendwelchen Tentakeln. Okay. Nehmen wir erstmal einen Schlüssel. A strange stone. It almost feels alive. Ja, und irgendwie so einen komischen Oktopus-Tintenfisch haben sie da zerstört. Geopfert, wie auch immer. Okay, Frage ist, komme ich jetzt so da durch? Ja, die bleibt offen. Sehr schön. Am I? Did I get out? John? What is it, Holmes? Was habe ich jetzt gemacht? Ich wollte eigentlich nur das Mikrofon wieder anstellen und plötzlich war ich hier drin. Keine Ahnung warum. Bisher hat das immer funktioniert. Ja, wir sind jetzt wieder... Was heißt wieder? Wir sind das erste Mal Watson... Ich würde sagen, das ist so der perfekte Cut, wo wir dann die Folge erstmal beenden. Und in der nächsten Folge werden wir dann herausfinden, was Watson hier draußen alles machen kann. Ich bin echt gespannt. Vielleicht laufen wir ihm einfach nur hinterher. Vielleicht müssen wir irgendwas anderes machen. Ich habe keine Ahnung. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.